Oliver Stefanovic Schwarz. Rüdiger Weg. Lukas Reiske. Lena Schindler. Und Isabel Jui. Wir kommen zur Spielervorstellung des Artis Main Action Charts. Wir begrüßen Christian Mahler. Erwin Seibert. Dreifache steirischen Meister Richard Schneeberger. Bei den Damen Karin Seebacher. Wir begrüßen die beiden Schiedsrichter Harald Schneeberger und Wolfgang Thun. Los geht's jetzt mit den beiden Herren Doppeln auf Court 1, das zweite Herren Doppel zwischen Richard Schneeberger gegen Macher und Lorenz Oberndorfer, Oliver Trochanowitsch Schwarz, und auf Spiel für zwei das erste Herren Doppel Erik Seibert, Nathan Schur gegen Rüdiger Knet, Lukas Meißenbeck. Viel Spaß!
ATC Graz gegen WBH Wien. Und damit auch ein herzliches Hallo hier im Stream zu dieser Begegnung hier. Es ist der 9. Spieltag der 2. Badminton-Bundesliga zwischen dem ATSE und WBH. Eine sehr spannende Begegnung. Hier ist das letzte Duell zwischen diesen beiden Teams. Das hat es gegeben am 29. Oktober in Wien. Das war ein sehr knappes Duell. 5:3 gewonnen vom ATSE. Da war es wirklich extrem knapp, auch was die Punkte betrifft, die dort gemacht worden sind. 383-387. Also diese Duelle versprechen immer Spannung und WBH Wien ist heute nicht mit den absoluten Topspielern da. Es ist eher eine etwas schwächere Mannschaft, die gekommen ist. Eine Nachwuchsmannschaft, weil natürlich für beide Teams nicht mehr so viel auf dem Spiel steht jetzt. Der Weg in die oberen Playoffs, der ist nicht mehr zu gehen. Wad Simmering und Smash haben sich da abgesetzt in der 2. Bundesliga mit 28 bzw. 23 Punkten. WBH dann aktuell Dritter mit 17 Punkten. Dahinter im VHC und ATSE mit jeweils 13 Punkten und abgeschlagen letzter nach wie vor Kehler Kärnten. Das sind dann die letzten Gegner der Grazer in 2 Wochen. Auf jeden Fall geht es jetzt gleich los mit den Herrendoppeln. Das erste Herrendoppel auf Court 2. Ja, Lukas Weißenbeck und Rüdiger Gnee. Das sind die beiden routiniertesten Spieler, die WBH Wien hier mit hat in Graz. Und die werden jetzt also dieses erste Herrendoppel starten gegen Erik Seiwald, Nathan Schur. Das wird sicherlich ein hartes Los für Erik Seiwald und Nathan Schur. Das zweite Herrendoppel mit Jürgen Macher, Richard Schneeberger gegen Lorenz Oberndorfer und Oliver Truchanowitsch-Schwarz. Na, und dann schauen wir rein ins zweite Herrendoppel. Erik Seiwald und Nathan Schur, habe ich schon erwähnt, für den ATSE heute also das Doppel, das hier am Start steht. Wird schwierig. Erik Seiwald hat gegen beide eine negative Bilanz. 3:11 gegen Lukas Weißenbeck. 2:8 gegen Rüdiger Knet. Also schauen wir mal, wie sich dieses Spiel hier entwickelt. Aktuell 5:3 für die Gäste aus Wien. Erster Court 1:3. Ebenfalls für die Gäste aus Wien. Und auch der nächste Punkt. Ja, WBA hat das bereits angedeutet im Statement zuvor, dass man nicht mit der vollen Truppe der absoluten Top-Spieler hierher nach Graz kommt. Ivo Zekan, Milan Messerhasi, Barbara Galosch und so weiter. Es hat geheißen, man möchte den Einbauspielern wichtige Spielzeit in der 2. Liga geben, nachdem es nicht mehr um so viel geht. Das Ergebnis steht an 2. Stelle und
ein mutiger und selbstbewusster Auftritt hätte Priorität. Und von diesen Eigenballspielern sind eben auch einige hier. Eben auch Lorenz Oberndorfer und Oliver Truchanowitsch. Schwarz. Jetzt mal sehr gut beginnen im Doppel. 8-2 der Vorsprung. Also ein richtig starker Start für Lorenz Oberndorfer und Oliver Truchanowitsch Schwarz. Smash von Richard Schneeberger, ich habe es erwähnt, ist vor 3 Wochen dreifacher steirischer Meister geworden. 4 Wochen ist es sogar schon her. Doppel, Einzel und Mixed. Rüdiger Knet und Lukas Weißenbeck sind in der Pause mit dem Spielstand 11-5. Klare Führung. Also die Punkteserie von Lorenz Oberndorfer und Oliver Truchanowitsch Schwarz. Schöner Punkt von Jürgen Macher, etwas jetzt durchbrochen, 5-10, pardon. Na, kommen ein paar Punkte jetzt. Vom Grazer Doppel. Ein paar Zuschauer haben schon den Weg hierher gefunden. Das ist aber sehr schön gemacht. Von WWA. Lorenz Oberndorfer. Zum 11-6. Also, auf beiden Spielfeldern aktuell eine relativ deutliche Führung. Für Watt, Badminton, Herrn als Wien. Wieder Verein voll heißt. Richten wir unsere Blicke mal wieder aufs zweite Spielfeld. Nathan Schuhr gerade mit dem Punkt 8-13. Ja. So ein ganz entscheidender Spielstand. Netzroller von Jürgen Macher. Geht schon und kämpft los, ja. Der Service ist draußen. Und schon werden die Partien wieder ein bisschen enger. Aber das ist eine Momentaufnahme. Auch wenn Erik Seibald und Nathan Schuhr sich jetzt auf F13 herangekämpft haben. Letzten Spieltag hat es für beide Teams Niederlagen gegeben. Hat es eh zu Hause 2-6 gegen VRC verloren. Aber dann, das war nicht der letzte Spieltag, aber die letzten 3 Spiele natürlich. Da hat es eh zu Hause 2-6 gegen VRC verloren. WBH hat dann 6-2 gegen VRC gewonnen. Zuletzt auch 6-2 gegen Kärnten gewonnen. Wenn der ATC dann 2-6 bei Bad Simmering verloren hat. Und dann auch noch 3-5 im Grazer Derby gegen Smash.
Valens Oberndorfer und Oliver Truchanovic Schwarz ziehen weg. Ausgeglichen haben indes aber Erik Seibold und Nathan Schuhr. 14 beide. Wunderschön knapp übers Netz von Nathan Schuhr zum 15-14. Der Stand auf Court 1. Oliver Truchanovic Schwarz, übrigens später auch noch der Einzelgegner von Richard Schneeberger im dritten Herren-Einzel. Direkte Bilanz 1-0 für Richard Schneeberger. Also so oft wie er gegen Truchanovic Schwarz gespielt hat. Wird es heute auf jeden Fall einmal öfter sein als bisher. War übrigens beim zweiten ÖBV Elite-Ranglistenturnier ein Doppel. Mit Christian Hartner gegen Piotr Jaschinski, der auf dem Coachingstuhl sitzt, und Oliver Truchanovic Schwarz haben sie gewonnen, 2-14. Also das der direkte Vergleich von Richard Schneeberger. Jetzt schaut es aber gut aus für Lorenz Oberndorfer und Oliver Truchanovic Schwarz, 19-11. 17 beide am zweiten Court. Da gibt es die neuen Satzbälle. An den Körper. Und auch Rüdiger Knitt und Lukas Weißenbeck haben sich jetzt wieder einen 2-Punkte-Polster rausgeholt. Jetzt ist es Nummer einer. 18-19, spannendes Duell, ganz wichtiger Punkt. Satzball gibt es aufs Court 1. Der wird genutzt. 21-13 geht der erste Satz an WBH. Und die Satzbälle gibt es auch auf Court 2 für Rüdiger Knet und Lukas Weißenböck. Routiniers auch genutzt von Rüdiger Knet. 21-18. Damit gehen die beiden ersten Sätze einmal an WBH Wien. Christian Hartner beim Coaching. Bei Jürgen Macher und Richard Schneeberger. Doch direkt vor meiner Position. Weiter geht's mit den zweiten Sätzen. Fast gleichzeitig. Knapper war es im ersten Herrendoppel. Bei Erik Seibold und Nathan Schuhr gegen Rüdiger Knet. Lukas Weißenbeck. Cool.
Ja, die pushen sich auch jetzt für den zweiten Satz hier. Nathan Schuh, Erik Seiwald haben einen 2-Punkte-Polster. Den haben auch Lorenz Oberndorfer und Oliver Duchanowitsch-Schwarz. Ja. Haben die Antwort parat auf diesen Smash von Jürgen Macher. Letztendlich der erste Punkt. Im zweiten Satz schnell draufgegangen. Schönes Smash in das von Nathan Schuhr. 6-2. Für jeder Punkt ist wichtig, dass man sich da reinkämpft in diese Partie. Erik Seiwald, Nathan Schuh ist 7-4 voran. Auch da schön reingelegt von Erik Seiwald. Der fällt rein von Nathan Schuhr. 10-4. Das ist schon mal ein deutlicher Vorsprung. Und der ist draußen mit 11-4 geht es in die Mid-Game-Pause. Für Erik Seiwald und Nathan Schuhr. Richard Schneeberger gegen Macher sind wieder dran. Von den Gegnern 6-7, oder kommt der schnelle Smash? Die Damen schon beim Aufwärmen. Das nächste Duell an ja das Damen-Doppel. Nina Almerine Hohl gegen Isabel Deloik und Lena Schindler. So. 12-5. Rüdiger Knet auf dem zweiten Spielfeld ist übrigens der einzige von den Spielern hier, der in dieser Saison noch unbesiegt ist. Ah, pardon. Ja, Trojaschinski hat auch noch nicht verloren, aber der hat nur zweimal gespielt. Rüdiger Knet hat fünfmal gespielt und immer gewonnen in dieser Saison. Bilanz von 5-0. Das ist nach 8 Spielen auch nicht so häufig. Jetzt steht es 13-6. Hey. 9-11. Auf Karte 1 geht es in die Pause.
Ja, über das Netz hat er gebracht, Rüdiger Knet, aber über das Falsche. Ja. 14-7, sei bald Schuhe. Harmonieren jetzt auch gut in diesem zweiten Satz. Erik Seibold und Nathan Schuhe. 15-7. Hey! Oh, es war eine großartige Defense von Lukas Weißenbeck. Hinter dem Rücken. Kann aber den Punkt von Artis Edrossi nicht verhindern. 15-7. Sind Oberndorfer, Trochanovic, Schwarz aktuell vorne und auch da gibt es jetzt die leichte Punkteserie. Nein, der war noch drin. Nein. 17-10. Kurs dritter Satz am zweiten Spielfeld. Ja. Soweit der Service 14-11. Da hat er riskiert, Richard Schneeberger ist aufgegangen. 12-15. Und jetzt gibt es Satzbälle. 20-11 für Erik Seibold und Nathan Schuhe. 9 Satzbälle. Was es hier jetzt in einen dritten Satz geht. Ja, 8 weitere bleiben. Ja, damit ist der zweite Satz mal vorbei. 21-13, Nathan Schuhe, Erik Seiwald, geht es in den dritten Entscheidungssatz. Hey! Hey! 14-17, das waren jetzt 2-3 schöne Punkte von Richard Schneeberger. Der, wie gesagt, in guter Form ist. Bei den steirischen Meisterschaften gesehen. Vielleicht können sie auch nochmal drankommen in diesem zweiten Satz an Lorenz Oberndorfer und Oliver Duchanowitsch Schwarz. 15-17. Yes, 16-17. Ja, so eine Serie. So eine Serie, wenn man die startet. Also Ausgleich. Ja. 17 beide. Dann auch noch in so einer entscheidenden Phase. Außen, wir sehen Christian Hartner, der da jeden Punkt auch abfeiert beim Coaching. Er wird nachher in Einzel und Mixed zum Einsatz kommen.
18 beide. Punkteserie einmal durchbrochen. Im ersten Herrn Doppel ist der dritte Satz losgegangen. Nathan Schur und Erik Seiwald, die den zweiten jetzt gewonnen haben. 21:13. Schnell draufgegangen. Richard Schneeberger, wichtiger Punkt. 19:18. Das ist jetzt ein Nervenkrimi. 19 beide. Was für ein Ballwechsel. Was für ein Ballwechsel. Und was für ein Freudenschrei. 20:19. Satzball. Richard Schneeberger, Jürgen Macher. Es kostet den Gegnern ein Schmunzeln. Da ist der zweite Satz. 21:19. Auch hier geht es also in den dritten Entscheidungssatz. Das war jetzt eine Willensleistung. Von Richard Schneeberger und Nathan und Jürgen Macher. Könnte jetzt natürlich das Momentum auch bei Ihnen liegen, in diesem dritten Satz. Schon im dritten Satz sind Erik Seiwald und Nathan Schur gegen Rüdiger Knetz und Lukas Weißenbeck. 5 beide da der Spielstand. So, ist das eng. Jetzt leichte Führung für die Wiener. Schöner Drop von Nathan Schur. 6 beide. Also, wie entwickeln sich diese dritten Sätze her? Alles noch möglich in den Herren Doppeln. Sieben, acht, der Rückstand. Für Nathan Schur, Erik Seiwald. Ja, und Richard Schneeberger startet wieder gut. Von Erik Seiwald, 9 beide. Es bleibt eng im ersten Herrn Doppel und wir können jetzt mal Richard Schneeberger, Jürgen Macher in Führung gehen. Führen mit 4:1. Thank you.
Erster Punkt für die Wiener, 2-4, aber natürlich, wenn du eigentlich das ganze Spiel im Griff hast und dann schnappen die Gegner mit deiner Punkteserie den Satz, ist das sehr schwierig. Der rutscht ihnen durch, 5-2. Elf 9 für Rüdiger Knet und Lukas Weisenbeck. In der Pause. Eine 2 Punkte Führung. Smash von Nathan Schuhr. Hui. Da wird es auch wieder eng. Also, das ist wirklich alles eng hier. Wahnsinn. 6-5 für Schneeberger Macher. Oh, Schläger gegeneinander geknallt. Das war ein Abstimmungsproblem. Sind aber beides Rechtshänder, also daran liegt es nicht. Puh, das Netzband ist auf Seiten von Rüdiger Knet. 13-11. Sind beide Ausgleich wieder auf Spielfeld 1. BBA führt mit 15-11. Im ersten Herrendoppel. Rüdiger Knet und Lukas Weißenbeck haben sich einen Vorsprung herausgearbeitet. Jetzt braucht es dringend Punkte für Nathan Schuhr und Erik Seiwald. Boah. Gibt's nicht. 16-11. Schneeberger Macher und der ist jetzt mit 10-7 vorne. Haben sich wieder ein paar Punkte geholt. Ja, 11-7, Erik Seiwald, Nathan Schuhr kommen jetzt nicht mehr zu den Punkten. Elf 18 in Rückstand. Und jetzt gibt es die Matchbälle für Rüdiger Knet und Lukas Weisenbeck, die dieses erste Handtable dann doch gewinnen können. In 3 Sätzen. War eine enge Sache. Mitte 3. Satz sind sie dann weggezogen. Aber noch ist es ja nicht vorbei. Sieben Matchbälle haben sie noch.
Aber der ist zu weit und das war's. 21-18, 13-21, 21-13. Das 1-0 für BBH Wien. Für Rüdiger Knet und Lukas Weißenbeck. Das ist das erste. Duell hier, da geht es dann gleich mit dem Damen-Doppel weiter. Fünf zu zehn. Der ist draußen, 11-13. Hey. 14-11. Richard Schneeberger, Jürgen Macher, sie halten konstant diesen 3-Punkte-Vorsprung. Schneller Konter, Lorenz Oberdorfer. So. 13-14. Braucht es gute Nerven für alle Beteiligten hier. Oh. 15-13. Jede kleine Punkteserie kann jetzt die Entscheidung bringen. Eine kleine, 16-13, Richard Schneeberger. 3 Punkte Vorsprung. Aber er ist im Out. Oder ist er in? Nein, er ist draußen. 15-16. Lorenz Oberndorfer und Oliver Trochanowitsch-Schwarz sind dran. Und dann ist auch noch das Netzband hier auf Seiten von WBH. 16 beide. Thank you.
So, das Damen-Doppel geht los. 17-16 für Jürgen Macher, Richard Schneeberger in diesem Dreisatzkrimi hier im zweiten Herrendoppel. Was für ein enges Spiel. Ausgleich, Ausgleich, 17 beide. War schnell draufgegangen von Jürgen Macher. 18-17. Geht in die entscheidende Phase. Zu hoch. 18 beide. Ah, wieder schnell drauf. Wieder schnell drauf. Da gibt es keine Antwort von WWH 1918. Was für ein Dreisatzmatch. 20-18. Zwei Matchbälle für Richard Schneeberger und Jürgen Macher. Die sich hier zweimal zurückgekämpft haben. Ein Punkt muss es noch sein, ein Punkt muss es noch sein. 19-20, ein Matchball bleibt. Rausgelassen. 20 beide. Beide Matchbälle mal vergeben. Der ist draußen, auch der ist draußen und jetzt gibt's Matchball für WBH. Matchball für Lorenz Oberndorfer und Oliver Truchanowitsch Schwarz. Und dann zittern sie beim Service. 21 beide, was ist das für ein Krimi? Wahnsinn. Schreien out, er schreit out, er ist nicht out, er ist doch out. Jetzt gibt es hier Diskussionen um diesen Ball. Die haben ihn gesehen, es gibt die Wiederholung. Es gibt die Wiederholung, sagt Wolfgang Thun. 21 beide, jetzt gibt es hier Diskussionen. Lukas Weißenbeck, der sich da einmischt. Wen hat das jetzt mehr aus dem Konzept gebracht? Das ist die Frage. Übrigens, Damen-Doppel 9-5, der Spielstand. Da schauen wir nachher gleich hin, wenn das erledigt ist. Wieder hoch. Zweiter Matchball WWH. 22-21. Für Oberndorfer Truchanowitsch Schwarz. Yeah!
wieder haben sie Nerven bewiesen. 22 beide. Wer gewinnt dieses zweite Herrendoppel? In die Elferpause gehen Irene Hohl und Nina Almer mit 11-5. Es gibt den dritten Matchball für ATC Graz. 23-22. Und das war's. Richard Schneeberger und Jürgen Macher gewinnen einen Krimi gegen Lorenz Oberdorfer und Oliver Truchanowitsch-Schwarz. Mit 13-21, 21-19 und 24-22. Die haben sich da zurückgekämpft. Wahnsinnsdoppel. 1-1. Jetzt der Spielstand. So. Den ersten beiden Herren doppeln. Der Spielstand 1-1 zwischen dem ATC Graz und WBA Wien. Bereits im Gange auf Spielfeld 2 das Damendoppel. Irene Hohl und Nina Almer gegen Isabel Diloek und Lena Schindler. Und damit schauen wir rein in dieses Damendoppel. Oh, jetzt muss man mal ein bisschen runterkommen. 13-6. Auf Court 1 gibt es dann das zweite Herrendoppel, Erik Seiwald gegen Piotr Jaschinski. So, zweites Herrendoppel auf Court 1 wird dann starten, Erik Seiwald gegen Piotr Jaschinski. 1-1 der Spielstand, Irene Hohl und Nina Almer führen mit 15-18. Erik Seiwald hat auch gerade eine Dreisatzpartie in den Beinen. Bei Lorenz Oberndorfer hat es dann doch ein bisschen länger gedauert. Deshalb das erste Herrendoppel nachher. Und dann Richard Schneeberger im dritten gegen Oliver Truchanowitsch-Schwarz. Die könnten sich heute auch lange in die Augen schauen. 17-8 für Nina Almer und Irene Hohl. Gegen Isabel Diloek, Lena Schindler. Beim ersten Aufeinandertreffen in Wien, da haben Irene Hohl und Nina Almer gewonnen mit 21-9, 21-12. Auch gegen Lena Schindler, aber nicht gegen Isabel Diloek. Zweite Spielerin war da Sophie Guac-Tuong-Wi. Der Vorsprung für Nina Almer und Irene Hohl. Nina Almer, Staatsmeisterschaftsdritte, Bronze geholt bei den Staatsmeisterschaften. Riesenerfolg.
knapp verloren im Halbfinale gegen Lena Rumpold. Jetzt ein paar Punkte in Serie für Lena Schindler und Isabelle Deloic. Auch mal kurz Schiedsrichter Harald Schneeberger getroffen. 20:13, 7 Punkte Vorsprung. Also auch 7 Satzbälle folglich. Jetzt sind es noch 6. Und das war's mit dem ersten Satz. 21:14 für Nina Almer und Irene Hohl. Zweiter Satz. Ja. Piotr Jaschinski gegen Erik Seiwald. Heißt die Begegnung im Herrn Einzel. Haben noch nie gegeneinander gespielt. Ja, Wien in dieser Saison schon ungute Erfahrungen gemacht. Da gab es einen Diebstahl. Im November, nach einem Heimspiel gegen VHC, sind sie essen gegangen und dann ist bei einem Auto die Scheibe eingeschlagen worden von Barbara Galosch, die heute nicht mit hier ist, die Einserdame. Es sind einige Taschen gestohlen worden, 4 Taschen von 4 Athleten, in jeder Tasche so 4 bis 6 Schläge, also mehrere 1000 Euro Schaden pro Person. Tablet, Reisepass und was da alles dazugekommen ist. Also war nicht angenehm da im November. Die Causa hat es sogar in die Kronenzeitung geschafft. Konzentrieren wir uns wieder auf Sportliche.
Nina Almer und Irene Hohl 4:4. Der Spielstand gegen 4:5 jetzt gegen Lena Schindler und Isabel Deloic. Statistikmäßig, Nina Almer hat in 5 Spielen gegen Isabel Tiloik noch nie verloren, gegen Lena Schindler noch nie verloren, war dann. Bei den ASCII-Meisterschaften hat sie mit Irene Hohl gegen Lena Schindler und Fiona Schreuder gewonnen mit 15-13. Habe nicht Isabel Tiloik, sondern Fiona Steurer als Doppelpartnerin und auch Irene Hohl hat eine Statistik von 3:0 gegen Lena Schindler, hat noch nie gegen sie verloren, hat aber auch noch nie gegen Isabel Tiloik gewonnen, da ist die Statistik 0:2. Also jetzt mal ein besserer Start für die Damen des WWA Wien, 8:4. Irene Hohl. Mit dem Punkt. Spielervorstellung. Zweiten Herrn Einzel. Erik Seiwald gegen Piotr Jaschinski. Neun beide im Damendoppel. Knappe Führung wieder für Irene Hohl und Nina Almer. Zweites Herrn 1 ist auch schon losgegangen. Ja. 5:3 führt Erik Seiwald. Irene Hohl, Nina Almer mit 11:10. In die Pause gegangen. So, hohes Service von Jaschinski. Dann geht Erik Seiwald gleich drauf. Fünf zu sechs. Thank you.
10-5, 2 Punkte Vorsprung. Jetzt für Erik Seibert. Also, spannendes zweites Herreneinzel wird das bestimmt. Spannender zweiter Satz ist es auch im Damendoppel. Irene Ohl und Nina Almer, 11-11. Gegen Lena Schindler und Isabel Deloeck. Also so klar wie im ersten Satz ist es mal nicht. Ja. 10-8 führt jetzt Piotr Jaschinski. Ja, gut ausgespielt von Erik Seibald. 9-10. Ui, da hat es jetzt Ballwechsel gegeben. Also Wechseln des Balles, der Bälle. Erik Seibert gleicht aus, 10 beide. Mit einer Führung in die Mid-Game-Pause. 11-10. Einer Schindler bringt den Ball gleich wieder rein ins Feld. 13 beide. Vielleicht geht es da ja auch noch in den dritten Satz, wie in den beiden Herren Doppeln zu Beginn. Also wirklich ein sehr enges Spiel. 15-13 für Deloeck Schindler. Es ist so eine Punkteserie. Drinnen. 17-14 Deloeck Schindler. Es ist heute wieder relativ kalt. Also ich habe vorher Christian Hartner mit der Jacke gesehen, er steht da noch. Jetzt auch Richard Schneeberger, die nach den Spielen sich da die Jacke übergezogen haben. Sind immer schwer, sehr spezielle Bedingungen. Im Attention. In der Großgasse. Auf 15-18. Rückstand für Irene Holin-Alma.
kommen sie wieder ran. Ah, das Netzband. Spielt nicht mit, 16-19. Ausgleich von Erik Seiwald, 15 beide. Er geht in Führung. Oh, Irene Hohl wieder dran. 18-19. Irene Hohl, Nina Alma. Und auch von Erik Seiwald ist das jetzt die Punkteserie. Boah. Nina Almer, 19 beide. So, haben die Gegner anders gesehen? Erik Seiwald, 19-15. Also, war da jetzt auch ein strittiger Punkt. Auf jeden Fall 19 beide. Und jetzt gibt es Matchball für Irene Ohl und Nina Almer, die sich da noch zurückgekämpft haben in diesem zweiten Satz. Wieder nach vorne. Ja, es geht weiter. 20 beide. Erik Seiwald führt mit 20-16, hat Matchbälle. Ersatzbälle, pardon, Matchbälle haben jetzt nämlich Irene Hohl und Nina Alma, 21-20. Satzgewinn für Erik Seiwald. Im Damen-Doppel geht's weiter. 21 beide. Schon wieder so ein enger Satz. Das gibt's ja gar nicht. Also 21-16 gewinnt Erik Seiwald. Satz 1 gegen Piotr Jaschinski. Jetzt gibt es Satzball für WWA Wien, für Isabel Deluek und Lena Schindler. 22-21, erster Satzball. Punkt für Punkt schauen. Was haben wir da jetzt? Und das war's mit diesem Satz. 23-21 für Isabel Deluek und Lina Schindler. Es geht also auch hier in den dritten Satz. Drittes Spiel, drittes Mal dritter Satz. Wahnsinn. 21-14, 21-23. Seiwald hat auch wieder das Damen-Doppelsatz 1 gewonnen. 21-16. Wird daran interessiert sein, das in zwei Sätzen zuzumachen, weil er ja im Gegensatz zu Piotr Jaschinski schon ein Doppel in den Beinen hat. Natürlich über drei Sätze. Er geht sich nicht ganz aus. Es
So, ich habe vorhin über das Momentum gesprochen. Müsste ich jetzt eigentlich auf der Seite von Isabel Deloeg und Lena Schindler sein. Rein geht's in den dritten Satz. Zwei Satzbälle haben sie in Satz 2 vergeben. Nina Alma und Irene Hohl. Zwei Matchbälle natürlich. Boah, dieser erste Satz. Dritter Satz, der beginnt auch. Mit einem sehr langen Ballwechsel. Erster Punkt an Renate See. Der Start ist wichtig. Fünf beide im Einzel. Erik Seiwald gegen Piotr Jaschinski. Da ist Erik Seiwald. Im ersten Satz auch in der zweiten Phase davongezogen. Schöner Punkt von Irene Hohl. Erik Seiwald macht es gleich nach. Zweimal knappe Führung an die See. Vier zu zwei, den hat sie wunderschön reingelegt. Wer sich da noch rausgerettet hat. Erik Seiwald hat schon damit spekuliert, dass es der ins Out geht. Und dann doch noch. Mit dem Schläger hingemusst. 8 zu 7. Damit Doppel 5-4, ja, 6-4. Wir Irene holen in Alma. Draußen 7-4. Den bringt er auch noch zurück. Piotr Jaschinski. Zeit. 8 zu 4 der Vorsprung für Irene Hohl und Nina Alma. Oh, da hilft das Netzball einmal mit. Jaschinski 11-10 vorne. In der Mittelpause. Ja,
10-5. Er ist dann draußen, 6-10, aber es ist ein leichter Vorsprung. Der kann schon viel wert sein. Für Irene Holodin-Alma. Ja, dann geht's in die Pause, 11-7, Seitenwechsel, weil wir natürlich in einem dritten Satz sind. So, der ist auf der Linie, 12-11 für Piotr Jaschinski. Nächster Punkt für Erik Seiwald. So, 12-7 für Nina Alma und Irene Holo. Den Punkt für WWA. Also durch ist das auf jeden Fall noch nicht. Oh, da gibt es Kommunikationsschwierigkeiten bei Schindler und Deluig. 13-8. Der Schinski gleicht wieder aus. 14 beide. Geht in Führung. Boah. Das Netzband hilft mit bei Lena Schindler. Dann bringt ihn in den Arm und nicht übers Netz. F13, nur noch 2 Punkte Vorsprung. Jaschinski jetzt 17-15 vorne. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Diese Serie zu durchbrechen, 14-11. Jaschinski führt mit 3 Punkten, 18-15. Der war an der Decke, das ist ein Punkt für ATSE, Erik Seiwald. Und der geht knapp übers Netz, 19-16. Für Piotr Jaschinski, 15-12 für Irene Holm-Nienholm. Irene Holm-Nienholm, Entschuldigung. Es gibt Satzbälle für Piotr Jaschinski. Geht's auch hier in einen dritten Satz?
Das gibt's doch nicht. Sechzehn. So. 20-16. Jetzt gibt es die vier Satzbälle für Piotr Jaschinski. Erster abgewehrt. 17-13 im Damendoppel. Er ist draußen, 18-13. Oh, mit Glück übers Netzband. Zweiter Satzball abgewehrt. Der war nicht drüber, Entschuldigung. Der zweite Satz ist vorbei. 21-17 für Piotr Jaschinski. Es geht in den dritten. Habe ich von hier anders gesehen. Wenn das Damen-Einzel gleichzeitig in der entscheidenden Phase ist, 15-18, drei Punkte Vorsprung. Aber da waren jetzt zwei hintereinander. Viertes Mal dritter Satz heute. Die Loic Schindler sind wieder dran. Ein Punkt nur noch, der Vorsprung. Hat beruhigend ausgesehen. Deshalb jetzt ein ganz wichtiger Punkt von Nina Almer. Ein ganz wichtiger Punkt. 19-17. Ausgleich. Nein, ein Punkt dran. Kein Ausgleich noch. 18-19. Der nächste Punkt ist so ein entscheidender. Ausgleich oder Matchball? So, Erik Seiwald gegen Piotr Jaschinski ist im dritten Satz. Zwei Beide. Jetzt gibt's die nächsten beiden Matchbälle für Nina Almer und Irene Hohl. Matchball Nummer 3. Und da ist es geschafft. Irene Hohl, Nina Almer, jetzt besitzen wir schon wieder. Das war nervenaufreibend. 21-14, 21-23, 21-18. Was für ein Duell war das hier? ...2-1 für den ATC. Vier beide auf Court 1. Jetzt 5-4 für Jaschinski. Weiter geht's dann mit dem ersten Herrn Einzel. Christian Hartmann, Lorenz Oberndorfer.
vielleicht macht sich da jetzt auch die Fitness ein bisschen bemerkbar. Wie gesagt, Erik Seinwald spielt schon seinen sechsten Satz heute. Jaschinski hat seinen dritten. Das kann natürlich ein Faktor sein. Vor allem gegen Ende hin. Fünf, sechs. Er ist draußen. Acht, fünf, Jaschinski. Diese Punkteserie. Der fällt noch rein. 10-6. Und mit 11-6 gibt es den Seitenwechsel. Nach dem Damendoppel der neue Spielstand 2-1 für den ATC Graz auf Spielfeld 2, jetzt das erste Herren-Einzel zwischen Christian Hartner und Lorenz Oberdorfer. Und liebe Zuschauer, Lose für die Tombola gibt es bei Maxi zu kaufen. Ein Los 2 Euro, drei Lose 5 Euro, so ist es. Entscheidung im zweiten Herren-Einzel zwischen Erik Seiwald und Piotr Jaschinski. Spielstand 12-7 für Jaschinski. Eine Punkteserie. Und er ist schnell wieder dran. Kriegt ihn knapp nicht übers Netzband. 13-9 Jaschinski. Sehr schnell drauf gegangen, 10-13. Vielleicht wird es hier ja auch noch eng.
Der fällt rein. 14-10. Jaschinski spielt jetzt auch richtig gut. Seit Mitte dieses zweiten Satzes. Elf zu 14. Der fällt auch noch rein. 12-14. Herrn 1-1. Geht los. Christian Hartmann gegen Lorenz Oberndorfer. Beschäftigen wir uns gleich etwas näher damit. Sind aber jetzt dabei bei der entscheidenden Phase im zweiten Herrn Einzel. Zwischen Piotr Jaschinski und Erik Seiwald, 13-15, zwei Punkte. Der Unterschied. Halt. 13-16. Hier ist es wieder ein enger dritter Satz. Wie eigentlich in fast allen Begegnungen heute. Abgesehen vielleicht vom ersten Herrendoppel. Aber ansonsten die dritten Sätze immer extrem eng. 15-16. Erik Seiwald dran, bis auf einen Punkt. Und das ist der Ausgleich. 16 beide. Raus übers Netzband. 17-16 Jaschinski. Sehr schnell drauf gegangen, Erik Seiwald, 17 beide. Lena Almer und Nathan Schuhr sitzen jetzt da beim Coaching. In Alma nach dem gewonnenen Mixed. Wieder ein Punkt Vorsprung für Jaschinski. Wieder der Ausgleich. 18 beide. Der ist draußen, 19-18 für Erik Seiwald, der jetzt in Führung geht. Ich meine, ich habe es gesagt, die Fitness kann ein entscheidender Faktor sein. Aber natürlich kann auch die Erfahrung ein entscheidender Faktor sein. Gerade in so einer engen Phase. Im dritten Satz. Und jetzt gibt es zwei Matchbälle für Erik Seiwald, die Chance zum 3-1 für den ATC.
Erik Seiwald. Zwei Matchbälle. Und da ist es geschafft. Erik Seiwald gewinnt das zweite Herren-Einzel gegen Piotr Jaschinski in einem umkämpften Dreisatzmatch. 21-16, 17-21 und 21-18. Christian Hartner führt mit 9-5. Also, Matesi Graz mit 3-1 in Führung in dieser Partie. Christian Hartner gegen Lorenz Oberndorfer, erstes Herren-Einzel, 10-6. Geht es also bald in die Pause. Drittes Herren-Einzel wird dann noch stattfinden. Damen-Einzel und dann natürlich auch noch Mixed. So, dann geht's in die Pause, in die Mittagspause. Nach dem zweiten Herren-Einzel der neue Spielstand 3-1 für den ATSE Graz. Weiter geht's jetzt auf Court 1 mit dem dritten Herren-Einzel Richard Schneeberger gegen Oliver Truchanowitsch Schwarz. Christian Hartner hat bisher viermal gegen Lorenz Oberndorfer gespielt. Und dabei immer gewonnen. Jetzt steht es 10-11 aus der Sicht von Oberndorfer. Bei den ASCII-Bundesmeisterschaften 2023 war das das Finale. Das hat Christian Hartner zu 18 und zu 14 gewonnen. Ansonsten waren es immer Doppelduelle, die die beiden gegeneinander gespielt haben. Spielstand jetzt aktuell 11-11, also schon wieder so ein knappes Ding. Richard Schneeberger und Oliver Truchanowitsch Schwarz. Das ist Court 1. Direkte Begegnung 1-1. Ich habe schon erwähnt, beide sind Doppeln. Der Sieg von Oliver Truchanowitsch Schwarz. Liegt ja, wahrscheinlich etwas weniger als eine Stunde zurück. Da hat nur Erik Seiwald mal drei Sätze zwischendurch auf diesem Court gespielt. Der Sieg von Richard Schneeberger, der liegt schon
ein paar Monate zurück. Zweites ÖBV Elite Ranglistenturnier 2023. Zehn zu 12 für Christian Hartner. Also wenn wir über etwas nicht sprechen müssen heute, dann ist es der Fitnessvorteil im dritten Herreneinzel. Die haben beide auf die Minute gleich lang gespielt. Zu 12, Christian Hartner, der jetzt wieder etwas Gas gibt in diesem ersten Satz. 18-12. Für Christian Hartner. Das Ganze jetzt gefühlt etwas ruhiger nach diesen aufreibenden 3-Satz-Matches. 3 Satzbälle für Christian Hartner. Obwohl aufreibend ist dieses Duell eigentlich auch, dieses erste Herreneinzel. Zu 20. Zwei Satzbälle bleiben. Und da ist er. Der erste Satz für Christian Hartner gegen Lorenz Oberndorfer. 21 zu 18. Richard Schneeberger gegen Oliver Truchanovic Schwarz. Drittes Herreneinzel, guter Start von Richard Schneeberger. Gleich mal 3-0 geführt hat. Jetzt steht es 3-beide. Yes!
5-3. Punkteserie von Druhanovic Schwarz. Sechs zu 3. Ja. Da war das Netzband dabei. Punkteserie mal durchbrochen. Von Richard Schneeberger. Spannender Beginn. Lorenz Oberndorfer 4-2 vorne im ersten Herreneinzel, zweiter Quart. Richard Schneeberger kann ausgleichen. 8 beide. C9 und 11-9, Richard Schneeberger geht mit einem 2-Punkte-Vorsprung in die mittlere Pause hier. Christian Adner leicht vorne, 6-5. Besucherbank voll gefüllt. Nicht mehr viel Platz, wirklich. Muss man so sagen. Christian Adner jetzt mit 7-5 vorne.
Gut verteidigt von Richard Schneeberger, trotzdem der Punkt für seinen Gegner. Für Trochanowitsch Schwarz. Christian Adner führt mit 8 zu 7. Zu 8 für Christian Adner. Für Richard Schneeberger. Christian Adner knapp in Führung aktuell. Ein spannendes Duell hier auch im dritten Herren Einzel. Wie überall. Sehen wir, oder? Also 11-10 für Christian Adner. Der ist in der Midgame-Pause. Richard Schneeberger führt mit 14 zu 17. Achtzehn, vierzehn für Richard Schneeberger. Entscheidungsphase in diesem ersten Satz. 12 beide steht's bei Christian Adner gegen Lorenzo Wandorfer. Und jetzt gibt es hier 4 Satzbälle für Richard Schneeberger, 2016. Ja, und den bringt er super übers Netz. Wunderschön, der Satzball verwandelt. 21-16. Der erste Satz geht an Richard Schneeberger.
13 beide. Steht im ersten Herren Einzel. Sind 13, aber es ist ja auch hier ein sehr umkämpfter. Zweiter Satz. 14 beide. Schauen wir mal, ob es auch hier wieder in einen dritten Satz geht. Damals beim 5-Treffen hatte sie Graz Ende Oktober. Sind auch 5 von 8 Duellen in 3 Sätze gegangen. Heute sind es nach 4 Duellen schon 4. Christian Adner führt jetzt 15-14. Es bleibt umkämpft. Aber Christian Adner macht das jetzt gut. 16-15. Draußen. Es wird immer wieder hier ausgeglichen. Es ist wahnsinnig spannend. Ja. Smash, dann ist er draußen. 17-16 für Oberndorfer. Wieder draußen und damit wieder der Ausgleich. Sitzen beide. Oh. 18-17 Oberndorfer. Wichtiger Punkt, wieder der Ausgleich. Christian Adner, es ist wieder so eng. Das gibt es ja gar nicht. Also wie eng diese ganzen Duelle sind. Wirklich unglaublich. 6-3 jetzt für Trochanovic Schwarz. Neunzehn-achtzehn Oberndorfer. Und jetzt gibt es die Satzbälle für Lorenz Oberndorfer. Gibt's denn das? Geht's auch hier?
in den dritten Satz. Noch nicht, 19-20. Erster Satzball abgewehrt, einer bleibt noch für Lorenz Oberndorfer. Ja, den hat er aber. Lorenz Oberndorfer gewinnt 21-19 den zweiten Satz. Es geht auch hier in die Verlängerung. Fünftes Mal dritter Satz. Damen müssen auf ihr Einzel warten. Ist natürlich auch gar nicht so leicht. Und Oliver Tuchanovic-Schwarz führt mit 5-9 gegen Richard Schneeberger. Er kämpft sich ran, Richard Schneeberger. In seinem ersten Einzel mit Oliver Tuchanovic-Schwarz. Neun beide Ausgleich. Punkteserie geht weiter von Richard Schneeberger. So, Lorenz Oberndorfer hat sich da jetzt was geholt, um den Boden aufzuwischen. Sehen beide, auch so eng. Losgegangen ist der dritte Satz bei Hartmann gegen Oberndorfer. Und Oliver Tuchanovic-Schwarz führt mit 11-10. Geht so in die Mid-Game-Pause. Dritter im Einzel bei den Wiener Landesmeisterschaften übrigens, Oliver Tuchanovic-Schwarz. Und er spielt gegen den steirischen Landesmeister. Richard Schneeberger hat im Finale gegen Christian Hartner gewonnen im Einzel. Zu 1 für Christian Hartner. Das ist wichtig, ein guter Start in diesem dritten Satz. Thank you.
12-11. Für Richard Schneeberger. Der Smash sitzt, 13-11. Nein, 12-12, der war draußen. Aber der war drinnen, 13-12. Service zu lang, 13 Beire. Lorenz Oberndorfer mit dem Ausgleich. Sorry. Hoffentlich alles gut bei Christian Adner. Richard Schneeberger noch immer knapp vorne. Oder wieder knapp vorne, besser gesagt. 14-13. 15-13. Plus 2. Christian Adner 7-5. Wahnsinn, Viertel 6, 42 Stunden und es sind eigentlich nur 4 von 8 Matches beendet. Da gibt es wieder den Ausgleich, Richard Schneeberger gegen Oliver Trochanowitsch Schwarz. Ausgleich 16 beide. Christian Adner in das 9-6 vorne. Ist er davongezogen im ersten Satz? Richard Schneeberger. Jetzt führt er mal 17-16. Und diese Partie zwischen Lorenz Oberndorfer und Christian Hartner, die bleibt auch wahnsinnig eng. 9-8. Guter Zeitpunkt, oder war er drin oder war er draußen? 17 beide, er war draußen. Will er fast nicht wahrhaben, Richard Schneeberger, dass der out war. Oft ist halt das Gefühl einfach was anderes. So. Der geht nicht übers Netzband, 11-8 für Christian Adner. Trochanowitsch Schwarz führt mit 18-17. Beide. Geht es wieder in einen dritten Satz oder ist dies das erste Match, das in zwei Sätzen beendet wird?
Der ist drinnen. ...19:18 für Trochanovic Schwarz. Ausgleich oder Satzball? Ausgleich! 19 beide. Draußen. Es gibt Satzball für Oliver Trochanovic Schwarz. Nicht genutzt. 20 beide. Es ist unfassbar heute. Also wirklich. Anspannung. Kaum zu überbieten. Nicht nur, dass es auf drei Sätze sind, auch wie eng diese Sätze sind. Der geht drüber. Und der geht raus. Richard Schneeberger hat den ersten Matchball. 21:20. Christian Atner führt mit 15:9, aber jetzt schauen wir uns den Matchball hier an. Und der ist im Out und das ist der Sieg. 21:16, 22:20. Was für ein umkämpftes Spiel, das erste, das in zwei Sätzen entschieden wird heute. Und es ist das 4:1 für Renate Segratz, die damit den Punkt fix haben. Also die zwei Punkte, das ist unentschieden. Christian Hartner führt mit 16:10 gegen Lorenz Oberndorfer. Im dritten Satz. Der geht wieder rein, F16. So, Damen-Einzel, Karin Seebacher gegen Lena Schindler wird das dann lauten. Das ist dann das nächste Duell. So. 17:12 für Christian Hartner. Da ist das Netzband da, 13:17. Der ist ein wunderschöner Punkt, Christian Hartner, 18:13. Lorenz Oberndorfer gibt sich nicht geschlagen.
Ja, den wollte er fallen lassen, kann er nicht. Jetzt ist er draußen, 19-14, zwei Punkte sind es noch. Fünf Matchbälle für Christian Adner. Es sind Chancen zum Sieg für den ATC Graz. Chancen aufs 5:1. Und das ist es. 21-18, 19-21, 21-15. Christian Adner schlägt Lorenz Oberndorfer in drei Sätzen. Und ATC Graz führt 5:1. Neuer Spielstand nach dem ersten und dem dritten Herreneinzel. 5:1 für den ATC Graz. Damit ist der Sieg fixiert. Es gibt aber noch zwei Spiele. Das erste auf dem Court 1, das Dameneinzel. Karin Seebacher gegen Lena Schindler. Und auf Court 2 das Mixed. Rüdiger Knet und Isabel Deloik gegen Christian Hartner und Nina Almer. Und liebe Zuschauer, für Sie die letzte Möglichkeit, jetzt Lose zu kaufen, gewinnen Sie einen der Hauptpreise. 2x2 Tickets für ein Heimspiel des SK Sturm Graz. Dankeschön. So, damit gehen wir rein ins Dameneinzel. Karin Seebacher gegen Lena Schindler. 6:2 der Spielstand. Karin Seebacher hat noch nie gegen Lena Schindler gespielt. Hat aber, und das muss man auch sagen, im Gegensatz zu Lena Schindler nicht ein
anstrengendes Dreisatzdoppel in den Beinen. Zu 3, die Führung jetzt für Karin Seebacher. Und das 9:3, also da geht es mal schnell und gut los. Aus Sicht des ATC. Ja, und das Mix, das wartet dann noch. Oliver Trochanowitsch-Schwarz spielt jetzt da ein mit Isabel Deloeg, der hat anscheinend noch nicht genug. Na klar, das einzige Spiel, das nicht über drei Sätze gegangen ist. Das dritte Herreneinzel. Elf zu 3 für Karin Seebacher, die geht da mal ganz souverän in der ersten Elferpause. Lena Schindler spielt natürlich auch nicht so oft Einzel in der Bundesliga. Gespannt aufs Mix. Rüdiger Knet und Isabel Deloeg. Wir wissen ja, Rüdiger Knet hat noch nie verloren in dieser Saison. 6 Spiele, 6-mal gewonnen. So auch im Doppel. Für WBH Wien geht es darum, noch einen Punkt mitzunehmen. Aus Graz, denn 5:1 steht. 2 Spiele kommen noch. Das heißt, 5:3, 6:2 oder 7:1, wenn es 5:3 oder 6:2 ausgeht, dann gibt es 3 Punkte für den ATC Graz und einen für WBH Wien. Wenn es 7:1 ausgeht, dann gibt es 4 Punkte für den ATC Graz, keinen für WBH Wien und dann würde ATC Graz in der Tabelle auch tatsächlich punktemäßig mit WBH gleichziehen. Da gibt es noch einen Dreikampf, wenn wir jetzt diese Partie betrachten. Zwischen zwei Wiener Vereinen, zwischen WBH, VRC und eben den ATC Graz um die Positionen 3 bis 5. Auch natürlich dem Hintergrund geschuldet, dass der ATC Graz hier in 2 Wochen, am 2. März, noch daheim ging. Askö Kieler Kärnten spielt das Team, das bereits bisher nur 2 Punkte auf dem Konto hat. Und der VRC heute gegen Kärnten spielt. So, 14:5 für Karin Seebacher. Den bringt sie nicht ganz übers Netz. Lena Schindler. Oliver Trochanowitsch-Schwarz spielt noch immer ein mit Isabel Deloeg. Genau. 6:15. Lukas Weißenberg beim Coaching von Lena Schindler. Hohes Service, aber dann Tempowechsel, Karin Seebacher zum 16:6. Siebzehn sechs.
natürlich dann schon ein klarer Vorsprung, 11 Punkte. So, jetzt kommt auch Rüdiger Gnet dazu. Der ist da draußen, 7-17. Und der fällt hinein. Wahnsinn. Der droppt sein Drop. 18-7. Ja, 17:34 Uhr. Also das haben wir da in der zweiten Bundesliga gar nicht so oft, dass wir über die 3-Stunden-Marke kommen bei so einem Bundesligaspiel. Aber natürlich diese drei ganz engen, die fünf engen 3-Satzspiele. Und dann dieses enge Zweisatzspiel vorhin, also ist natürlich klar, dass das seine Zeit braucht. 19:8 für Karin Seebacher. Und jetzt gibt es 12 Satzbälle. Für sie. Erst einmal abgewehrt. Da muss man jetzt natürlich noch kurz warten, weil Christian Hartner gerade erst fertig geworden ist mit seinem Einzel. Deshalb ist da auch noch ein bisschen eine Zeit, bis das Mix dann wirklich beginnt. So, erster Satz vorbei, 21:10 für Karin Seebacher. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt ganz schnell die Ziehung, die Auslosung, welche Losnummern die beiden Sturmtickets gewinnen. Bevor es dann weitergeht mit dem zweiten Satz im Damen-Einzel. Und zwar Los Nummer 87 und Los Nummer 84. Bitte schön die beiden Hauptpreise abholen. Zwei Tickets für ein Heimspiel des SK Sturm Graz Ihrer Wahl. Dankeschön. Also, Damen-Einzel, zweiter Satz, der startet gleich. Mixed dauert noch ein bisschen. Weil Christian Hartner gerade erst fertig geworden ist. Lena Schindler führt mit 2:1. Karin Seebach hat den ersten Satz doch relativ klar dann mit 21:10 gewonnen. Service ist soweit. Drinnen.
3-3. So, auch der ist im Out. 5-3 für Karin Seebacher. Ja, so schaut es momentan aus. Das Mix könnte das Duell um diesen einen Punkt in der Tabelle werden. Bis 20 Minuten gibt es eben dann die Pause für Christian Hartner. Aber ich meine, im Grunde genommen, die Mix-Schatten haben alle drei Sätze schon gespielt. Sieben, vier für Karin Seebacher. Neun, vier. Schaut auch in diesem zweiten Satz vorerst wieder mal sehr souverän aus. Und es geht in die Mittagspause. 11-4. Für Karin Seebacher. Jürgen Macher. Sind wir da beim Coaching? Da eben in diesem unfassbaren Herrendoppel drinnen war mit Richard Schneeberger, die dann noch aufgeholt haben. Zweites Herrendoppel war es. Können wir uns ja mal kurz die Spielstände anschauen? Karin Seebacher tut aktuell das Ihrige dazu, um 6-1 zu stellen. C4 und dann gibt es neue Bälle. Sorry. Vierzehn-4. Er war an der Decke. 15-4, 11 Punkte Vorsprung für Karin Seebacher. Die Punkteserie, die wertet schon ziemlich lange. Er ist drinnen, 15-5. Gibt es auch mal natürlich den Applaus
Anfeuerung, vielleicht Aufmunterung für Lena Schindler. So, aber nicht an der Decke, aber dann im Netz 16-5 Karin Seebacher. Dieses Match ist ein bisschen ruhiger als viele davor. 18-5. Der ist draußen. Und es gibt Matchbälle. 15. Ui. Da ist noch das Netzband dazwischen. Der ist ein bisschen im Out. Aber das war's. 21-10, 21-7. Karin Seebacher gewinnt souveränst das Dameneinzel gegen Lena Schindler. Und der ATC Graz stellt damit auf 6-1. Damit geht's im Mixed noch um einen Punkt für die Tabelle. Nach dem Dameneinzel steht es 6-1 für den ATC Graz. Und liebe Zuschauer, bleiben Sie noch da, denn im Mixed geht es noch um einen Punkt für die Tabelle. Nina Almer, Christian Hartner gegen Isabel Deloeg und Rüdiger Knet. Jetzt noch auf Court 2 das Mixed. So, letztes Match. Mixed. Nina Almer, Christian Hartner gegen Isabel Deloeg, Rüdiger Knet.
Kann der ATC wirklich gleich ziehen in der Tabelle mit WBA, dann braucht es einen Sieg im Mixed. Der Sieg im heutigen Duell, der ist den Grazer nicht mehr zu nehmen. Das Mixed hat das in den letzten zwei Begegnungen mit WBA stets gewonnen. Christian hat ihn in allem auch letztes Mal, aber da ist eine andere Formation bei WBA. Da waren es Lukas Weißenbeck und Sophie Quatsch, die Wong. Wong Wie, so. Jetzt sind es eben Lukas Weißenbeck, Rüdiger Knet und Isabelle Deloic. Isabelle Deloic, immerhin Wiener Landesmeisterin im Mixed. Mit Lukas Weißenbeck ist sie das geworden. Nina Almer, steirische Landesmeisterin im Mix, das ist sie mit Richard Schneeberger geworden. Also, ja. Da gibt's ein sehr spannendes Duell. Der Wiener Landesmeister im Mix gegen den in die steirische Landesmeisterin im Mixed. 6:3 für Hartner Almer. Sechs, vier. Was für WBA spricht, ist die Statistik von Rüdiger Knet. Ich habe es erwähnt, 6 Spiele, 6 Sieger in der Saison. Aber gut, die Statistiken sind bei den anderen auch nicht so schlecht, die da spielen, vor allem wenn man das eh, Nina Almer 11:4, Christian Hartner 11:6. Kann man sich nicht beklagen, sind beide. An diesem langen, intensiven Badminton-Nachmittag hier, dem Attention bleibt natürlich in diesem Mixed, in dem geht es um was, das habe ich erwähnt. Trotzdem bleibt dann vielleicht auch die kurze Zeit auf den Ausblick zu erwähnen, wie geht es weiter. Für den ATC geht es eben weiter. Dann in 2 Wochen hier. 2. März, wieder Samstag, 15 Uhr gegen Kehler Kärnten. Christian Hartner mit dem Punkt, 11:7 mit Gamepause.
Bad Simmering eben vorne in der Tabelle mit absoluten Aufstiegsambitionen mit den beiden absoluten Starspielern aus Österreich, Philipp Drexler und Katharina Hochmeier, Pascal Cheng natürlich auch noch. Also das ist ein absolutes Top-Team. Gibt ja auch morgen noch zwei Duelle, 12 Uhr VRC gegen Kärnten und dann um 14 Uhr Simmering gegen Smash. Yes. 12 zu 9, 12 zu 10 jetzt. Der Spielstand für Christian Hartner und Nina Almer. Für Hartner Alma. Ja, auch da bringt Isabel Deloic den Ball nicht übers Netz. Alma hat nur 10 davon. In dieser Phase des ersten Satzes. Hier im Mixed. Boah, auch den bringt er irgendwie noch drüber. Christian Hartner, großartiger Punkt. Und es gibt 10 Satzbälle für Nina Alma und Christian Hartner. Und sollte dieses Mixed jetzt tatsächlich gewonnen werden von den Grazern, von Christian Hartner und Nina Almer, die wirklich gut harmonieren, ein starkes Mixed spielen bisher, dann ist wirklich noch einiges möglich. Bis hin zu Rang 3 in der Tabelle, wie erwähnt, man würde gleichziehen, was die Anzahl der Punkte betrifft, mit WBH. Und am letzten Spieltag wartet dann auf dem Papier für den ATSE mit Kärnten der einfachste und für WBH mit Simmering die schwerste Hürde. Yeah.
4-1 Alma Hartner. Zu 2. Ja, auch dieser zweite Satz. Er läuft in Richtung Christian Adner und Nina Alma. Jetzt haben wir die 3-Stunden-Marke. Ja, vielleicht wird es dann doch gar nicht so lang. Das wird dann aber daran liegen, dass es hinten raus sehr schnelle Matches sind, gerade eben das Dameneinzel. Nach derzeitigem Stand eben auch das Mixed. Ah, der ist draußen. 4-7. Schaut er etwas verwirrt, Christian Hartner, vielleicht verwirrt darüber, dass er den reingelassen hat. Naja, 8-5. 5. Ferdinand de See. Ah. 6-9, Isabelle de Loic mit diesem Punkt. Sechs zu neun. Kleine Verwirrung, wer jetzt auf wen gibt. Alles aufgeklärt von Schiedsrichter Harald Schneeberger. Ja, zweiter Satz. Gestaltet sich enger. Neun Beide. Jetzt sogar die Führung für Knet de Loic, aber im ersten Satz, ja, das sind Christian Hartner und Nina Alma auch. Gegen Ende hin davon gezogen. In der zweiten Phase des ersten Satzes, in der zweiten Hälfte. Sehen beide. Er ist draußen, 11-10 in der Pause für WB.
Nina Almer und Christian Hartner gegen Wolfgang Knet und Isabel Deloik. Rüdiger Knet und Isabel Deloik, bitteschön. Wolfgang Knet, sein Bruder bei Oskar Traun in der ersten Bundesliga. Ja, es bleibt ein knapper Vorsprung. Ah, der war schon am Boden. Nina Alma bringt den rein. 12:13. Und der Ausgleich. 13 Meile. Wieder die Führung für Alma Hartner. Ähnlich wie im ersten Satz ist es diese zweite Phase. Im zweiten Satz. Sechzehn, vierzehn, zwei Punkte Vorsprung wieder für Nina Alma. So. Stimmung auch schon gelöst. Oh, das ist ein wunderbarer Punkt. 17:14. Sitzen schon alle hinten auf der Bank. Jürgen Macher, Richard Schneeberger, Nathan Schur, Karin Seebacher, Irene Hohl. Alle sitzen sie schon auf der Bank und schauen zu. 18:14. Jetzt schaut schon sehr gut aus. Ist irgendwie lustig. Das erste Spiel, das ich kommentiert habe, war am 18. Dezember 2021, auch hier in Graz gegen WBH Wien, vor naja, fast über mehr als 2 Jahren auf jeden Fall. Damals hat WBH Wien 7:1 gewonnen. Heute schaut es so aus, als wäre dieses Ergebnis umgedreht. Dazwischen war WBH Wien oben in der ersten Bundesliga eine Saison, die Saison 2022-23. Und heute gibt es 5 Satzbälle und das ist es. 21:10, 21:15. Der ATC Graz gewinnt auch das Mix Nina Almer und Christian Hartner gegen Isabel Deloik und Rüdiger Knet. Ja, und damit war es das hier. 7:1. Es gibt 4 Punkte in der Tabelle. Ein tolles Spiel, ein spannendes Spiel, ein nervenaufreibendes Spiel, ein langer Nachmittag an interessanten Badminton spielen. Geht hier zu Ende im Attention. 7:1, das war's. Dankeschön und bis zur nächsten Partie in 2 Wochen gegen Kehler Kärnten. Das ist dann der große Saisonabschluss auch hier in Graz. Dankeschön an die Zuschauer im Stream und bis zum nächsten Mal.